Hallo, herzlich willkommen im Café Stillpoint. Es ist kaum zu glauben, aber wir sind in der sechsten Woche unserer Livestreamings und in der Folge 21. Die Sache dauert doch länger, als wir dachten, aber wir nützen die Zeit so gut wir das können. Es gibt immer wieder neue interessante Gäste und manche dieser Gäste musste ich schon vor längerer Zeit anfragen. Und die haben immer gesagt, nein, und ich habe keine Zeit. Und andere haben gesagt, es ist gerade so entspannt, ich bin gerade im Corona-Urlaub. Und heute ist es mir endlich gelungen, einen Corona-Urlauber dazu zu bewegen, zu sagen, ist dir nicht doch schon etwas langweilig zu Hause? Willst du nicht doch einmal kommen? Und beim dritten oder vierten Mal hat er dann Gott sei Dank Ja gesagt. Und ich freue mich heute, meinen Freund und Kollegen Raphael van Asche hier im Studio zu begrüßen. Raphael, die meisten werden ihn kennen. Für alle Leute, die nicht von der WSO sind, will ich ihn trotzdem kurz vorstellen. Raphael arbeitet seit vielen Jahren als Osteopath und als Therapeut und war nicht nur einer meiner Lehrer und einer meiner Kollegen, sondern auch einer der Mitbegründer und langjähriger Direktor der WSO. Wir haben die Wiener Schule für Osteopathie lange Zeit gemeinsam geleitet, bevor er sich als Schuldirektor zurückgezogen hat, aber Gott sei Dank noch immer weiter bei uns unterrichtet. Raphael, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, das stimmt. Jetzt hast du den richtigen Moment entdeckt. Es war wirklich ein Lust wieder etwas zu tun und ich gehe auch langsam auch wieder der Praxis tun und ich hoffe, dass wir bald auch unterrichten können, dass die Schule wieder geöffnet werden. Und ich habe mir ein wenig abgefragt, was kann ich als Osteopath tun für meine Atemwege. Der Corona ist doch etwas, das über der Luft, der Lungen und Atemwegen geht. Ne? Ich habe gedacht an die Funktionsstruktur und habe gedacht, welche Funktion können wir verstärke in der Lunge. Und dann bin ich ein wenig auf meine alte Yoga-Zeit zurückgegangen und dann selbst angefangen, diese Übungen mehr zu machen diese Zeit. Und dann habe ich gedacht, wie kann man die testen? Und dann habe ich so eine Art von Schema gemacht, wie man das selber testen kann. Und ich hoffe, dass die Leute das auch machen und uns dann ihre Erfolge schicken. Etwas, das ich vergessen hatte in der Einleitung zu sagen, ist, ich lerne seit über 30 Jahren von Raphael und was ich immer so toll fand, ist, dass es bei ihm von einer Idee und von einer Theorie immer nur ein sehr kurzes Stück bis zu einer Praxis ist, die sehr gut umsetzbar ist und sehr effektiv. Und ich glaube, das können wir uns auch für heute Abend erwarten. Und Raphael, bitte, zeig uns, was du ausgearbeitet hast. So, wie wir schon gesagt haben, wir wollen die Lungen stärken und für manche Techniken gibt es auch eine Forschung und ich hoffe, dass wir zusammen eine kleine Forschung machen. Wir gehen die 7 Atemübungen, die ich herausgesucht habe. Also wie ich schon gesagt habe, die Coronavirus und alle Viren gehen erst auf die Atemwege. Und so wie können wir unsere Funktion Lunge verbessern? Natürlich ist es nicht nur wichtig für Viren, es ist auch wichtig für alles eigentlich. Nicht? So, für unsere Bewegung ist es wichtig, dass wir richtig atmen, für unsere Fitness, für unsere Skills, für unsere Feinmotorik ist es ganz wichtig. So eigentlich ist hinter allen Bewegungen der richtige Atmen ganz, ganz wichtig. Und lass mich einen kleinen Test machen zusammen. Sitz euch mal ganz gerade, so wie ich hier, und atme ganz tief ein. Und aus. Und spür mal, ob du größer wirst, ob du eine vertikale Atmung machst oder ob du mehr eine andere posteriore Atmung machst. Ja? So, wenn wir entspannt sind, sollten wir eigentlich keine vertikale Atmung haben. Also, alle, die jetzt eine vertikale Atmung gemacht haben, müssen absolut unsere 7 Übungen machen, um das zu verbessern. Schauen wir nach einem kleinen Baby, der atmet wirklich deutlich mit seinem Diaphragma und mit den Tieren auch, die atmen mit dem Bauch. So, die erste Übung, die ich zeigen will, ist Doming, das ist eine osteopathische Technik. So, wenn wir hier sehen,
in unserer Präsentation ist das Diaphragma in der Mitte hier, ist eigentlich eine Aponephrose und der Muskel ist mehr an der Seite. Auf der anderen können wir das auch sehen. So, um das Doming zu tun, müssen wir das Diaphragma lateral nach oben bewegen während der Ausatmung. Wie viele Patienten haben, dass der Diaphragma zu niedrig ist, nicht so verspannt ist, sich eigentlich nicht ganz entspannt. Und durch diese Technik können wir das machen. Und da gibt es eine interessante Studie, wo sie die Flexibilität von der ischiokruralen Muskulatur geschaut haben und die Bewegung von der Wirbelsäule. Und das können wir auch mal ausprobieren. Dann für die Leute, die kurzen ischiokruralen Stimmel auf und beugt man nach vorne und schau mal, ob du, wie weit du kommen kannst. Für die Leute mit deiner steifen Wirbelsäule kannst du mal diese Rotation machen und schauen, bis wo kannst du kommen. Und dann können wir einfach diese Doming machen. So, ich kann mir vielleicht ein wenig hochbringen, dass du es besser sehen kannst. So, ich gehe unter das Diaphragma und drücke so nach oben während der Ausatmung. So, einatmen und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Ich weiß nicht, ob es gut sehen kann. Ich kann mir vielleicht etwas höher setzen. Also diese Technik hilft, um das Diaphragma mehr zu entspannen. Und versucht man jetzt nach vorne zu beugen, soweit du kannst, oder zu drehen und mal zu schauen, ob du jetzt weiter bewegen kannst. Nicht? So kann man sofort an Patienten zeigen, wie gut Diaphragmatechniken sind. Wie Diaphragma ist wie eine horizontale Muskel und das bremst manchmal die myofasziale Ketten kraniokaudal. Die zweite Übung, die ich euch zeigen will, ist Ausatmen gegen Widerstand. Und dafür wird es interessant, dieses Gerät zu kaufen hier, das heißt Relaxator, mit was man den Widerstand verändern kann. So, da gibt es 1 bis 5 verschiedene Widerstände, die man machen kann. So, wenn man dann ausatmet, so die Übung geht so, einatmen und dann so ausatmen gegen Widerstand. So, man kennt das gut von den Leuten, die Musikinstrumente tun, und Didgeridoo ist eigentlich eine von den besten Instrumente für Leute mit Lungenproblemen. Und die andere Übung ohne das Gerät hier ist, heißt man Lippenbremsen. Das will sagen, man macht. Ja. Was das macht, das macht die Alveolen offen, so wir kriegen mehr Lungenkapazität. Und gleichzeitig stimuliert das die Einatmungsmuskeln. Und als Dritter, das macht die Atmung viel langsamer. Und wenn wir langsam atmen, stimulieren wir den Vagusnerv, so wir fühlen uns mehr entspannt. Also wenn du Stress hast, wäre es gut, mit das hier ein wenig zu üben. Und da gibt es sehr viele interessante Studien von der Firma, die das verkauft, eine schwedische Firma. Wo bekommt man das? Wo findet man das? Amazon. Okay. Ja. Und ich finde, es ist sehr billig. Aber schau mal die Website an, das ist sehr, sehr interessant. Ich habe sehr viel darauf studiert. In der Yoga macht man das mit der Zunge. So, man setzt die Zunge hinter die Zähne so. Man atmet tief ein. Und dann ausatmen. Und das gehen Sie spüren, der ganze Körper fängt an, in Vibration zu kommen und auch die Schleimhaut fangen an zu vibrieren, was ein fantastischer Effekt ist für uns. Die dritte Übung, die ich zeigen will, kommt von der Pranayama. Und da bin ich speziell mal nach Indien gegangen, um das zu lernen, was sehr hart war. Man musste den ganzen Tag atmen, 6 Stunden lang. Aber es war mir alles schwindelig. So viel Sauerstoff hat mir noch nie gegangen. Interessant ist der Satz, den wir da unten sehen, vielleicht muss ich ein wenig weggehen. Ja, genau. The yogis say
that you become so many breaths in your life. Wir sagen, wenn du zu viel atmest, stirbst du schneller. Nicht? Und das ist in die alte Geschichte von der Yoga schon beschrieben. Und ist jetzt sehr stark in der Sport benutzt. Man heißt das intermittierende Hypoxie, wo man sauerstoffarme Luft einatmet und dann ausatmet und dann wieder normal atmet und dann wieder Sauerstoff atmet. Ein wenig wie dasselbe, wie man auf die Höhe Bergen geht und dort Übungen macht, was man früher auch so gemacht hat. Was das macht, wie wir sehen können auf der Folie, nicht, dass Sauerstoff besser aufgenommen wird und CO2 besser abgegeben wird. Und so unsere Lungen funktionieren viel effizienter. Und das Interessante, was wir gefunden haben, ist, dass die Mitochondrien funktionieren besser. Die Mitochondrien benutzen den Sauerstoff viel besser. Und wir wissen allen, Mitochondrien sind unsere Energiesysteme, nicht? Oder unsere Powerhouse sozusagen von der Zelle. Und was man auch gesehen hat, wenn die Mitochondrien nicht gut mehr funktionieren, können die sich wieder regenerieren durch diese Übung zu machen. Und hier sehen wir eine schöne Studie über diese, das ist natürlich eine Rattenstudie, aber ich glaube schon, dass es bei uns dasselbe ist. So, wie mache ich es in der Praxis? So, wenn ich spazieren gehe, und das habe ich in letzter Zeit sehr viel gemacht, dann mache ich the fire breath, heißt das, so man atmet sehr schnell, so 5 Mal, man hält Atem und man geht weiter, ja. Da an einem bestimmten Moment braucht man Luft natürlich, nicht? Und dann atmet man tief ein und man geht weiter. Man kann sehen, man kann wirklich wieder weitergehen und dann versucht man nachher wieder ganz langsam zu atmen, nicht? So wirklich eine ganz tolle Übung, die mir sehr viel gut getan hat in dieser Zeit von Corona. Ist dieser Fire Breath nicht eine Atemtechnik, die eher den Sympathikus stimuliert? Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist gerade, glaube ich, warum die Yogis das so machen. Nicht? Der stimuliert den Parasympathikus und dann der Sympathikus und dann der Parasympathikus. Nicht? Und beide zu haben. Da gibt es ganz interessante Studien. Man denkt immer Atemtechnik, das ist was Entspannendes, aber es kommt ganz darauf an, wie man atmet. Und ja, Stanley Grove, kennst du sicher, nicht? Sehr, sehr unterschiedliche Wirkungen aufs autonome Nervensystem. Ja, genau. Aber es ist interessant, dass Atmung sehr schnell das autonome Nervensystem sich verändert. Ja. Die nächste Atemtechnik kommt von den Leuten von der Hartfrequenzvariabilität. Und ich habe ein kleines Gerät vergessen. So, das ist diesen EM Wave, heißt das. Und das misst den Abstand von jedem Herzschlag. Ja? Und das ist, wie das Wort sagt, variabel, ist nicht immer dasselbe. Und sie haben gemerkt, wenn jemand ein sehr gesundes Herz hat und ein sehr gutes autonomes Nervensystem, ist diese Kurve, die entsteht, eine sehr langsame Kurve. Und die haben herausgefunden, dass wenn man atmet, 6-2 stimuliert man den Parasympathikus. So, ich mag das mal vor. So, einatmen. Halten. Ausatmen. Wieder einatmen. Halten. Und ausatmen. Schwierig, ein wenig beide gleichzeitig zu machen. Aber das ist die Idee, nicht? Und die Übung sollte man wenigstens 5 Mal machen, um diesen Effekt zu haben. Und dann kommen wir zu einer von den genialen Osteopathen, Dr. Chapman. Und der hat Reflexpunkte gefunden auf dem ganzen Körper, neben der Wirbelsäule, selbst auf die Beine, die mit, wie er gesagt hat, zu tun hatten mit dem lymphatischen System. Jetzt die 2 Punkte, die ich für die Lunge gefunden habe, ist Interkostal 3, Interkostal 4. Nächstes, wenn wir unter der Klavikula gehen, das ist Interkostal 1, 2, 3 und 4. So, das sind diese 2 Reflexpunkte. Und die in der Journal of American Association haben sie eine Studie veröffentlicht, dass bei Leuten, die Pneumonie hatten, diese
Punkten sehr schmerzhaft waren. Wenn die Leute keine Pneumonie hatten, war das nicht schmerzhaft. Interessant ist auch, dass man die Punkten benutzen kann als Therapie. So, wenn man die Punkte nimmt, dann macht man so drehende Massagen auf diese Punkte, hat man einen sehr tollen Effekt auf die Lungenkapazität. Ich habe das mal eine Weile gemacht mit dem Spirometer. Und da kann man wirklich sehen, wenn man das massiert, wird die Kapazität viel besser. Natürlich für Leute, die Punkte schmerzhaft sind, ist der Effekt natürlich viel besser. So, die nächste Übung, die ich zeigen will, ist die Wechselatmung, was auch in der Yoga sehr, sehr, sehr viel benutzt wird. So, hier ist die Idee, man bringt zwei Finger hier, man hat die zwei Finger auf der Nase und mit den Daumen. Und das ist sehr interessant, das bringt die Herzfrequenz runter. Und wir wissen alle, dass die Herzfrequenz direkt mit der Lebensdauer, also mit Anti-Aging zusammenhängt. Also wie niedrig unsere Heart Rate, also unsere Ruhefrequenz von der Puls, wie niedriger es ist, wie besser. Und diese Übung bringt das gerade besser. Und hier sehen wir eine Studie von Stefan Cook, die zeigt, nicht, dass Leute mit höherer Frequenz schneller sterben, die ein höheres Sterberisiko hatten, dann die Leute, die das nicht hatten. Aber noch interessanter finde ich das hier. Unsere Lebenserwartung sind Mäuse und Hamster und Ratten, atmen von Natur aus sehr schnell und leben nicht so lang. Der Blauwal zum Beispiel atmet sehr langsam, darum kann er auch so gut tauchen natürlich. Und er wird 110 Jahre alt. Daran sehen Sie, interessant, diese Übung zu tun. Ich gehe sie auch mal wieder zeigen. Natürlich kann ich sie nicht zeigen, wie die Yogis das machen, dann sehen wir nichts. So, wir gehen es ein wenig so machen. So, ich atme eine Seite, ausatme die andere Seite, wieder einatmen dieselbe Seite, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen. So eine sehr interessante Technik, um uns zu beruhigen. Und die letzte Übung, und das ist meine Lieblingsübung, ist das Summen oder in Englisch Humming. Interessant, ich mache das schon eine ganze Weile. Wir haben mal Osteophonie gemacht und da haben wir sehr viel mit Overtones und diese Dinge gemacht. Und ich habe mich nach diesen Seminaren immer fantastisch gefühlt. Aber ich wusste nicht, dass es so viele Studien gibt über diesen Summen. Und eine von den Studien hat gezeigt, dass wir mehr Stickstoffoxid produzieren in die Schleimhaut von der Nase und den Nebenhöhlen. Nitric Oxide, Stickstoffoxid, ist ein sehr guter Schutz gegen Bakterien und Viren und erhöht die Durchblutung in dieser Zone. So eine ganz, ganz, ganz interessante Technik. So, hier sehen wir in dem Schema vor der Summen und nach der Summen. Man sieht das deutlich, dass die Schleimhaut viel mehr Stickstoffoxid auf Nitric Oxide produzieren. Lass mir das jetzt mal zeigen, wie man das tut. So, man atmet hier tief ein und macht einfach interessant ist das jetzt mal zu spüren, leg deine Hand mal auf den Kopf und auf die Nebenhöhlen und mach nochmal. Dann kann man gut spüren, dass die Vibration hier kommt und auch hier kommt. Und interessant ist, dass viele von den Mantras in dieser Tradition eben auf M, so Yam und Lam und all diese Yantras, ändern immer auf M, so um diese Vibration nach oben zu kriegen.
So, dann habe ich gedacht, wie können wir jetzt diese Übungen evaluieren? Wie können wir sehen, was ist die beste Übung für mich? Und da gibt es so vier große Studien, Methoden, die man benutzen kann. Man kann das einfache, die Pulsfrequenz messen. So, der ideale ist zwischen 60 und 85. Der zweite ist dieses Gerät hier. So, das ist dieses Sauerstoffsättigungsgerät zur Pulsoximetrie. Der dritte ist, wir können unsere Atmung testen, wie oft atme ich pro Minute. Und der vierte ist dieser Spirometer, nicht? So wie wenn ich tief einatme, wie viel kann ich ausatmen. Nicht? Aber wir gehen jetzt uns konzentrieren auf, nur auf diese zwei hier, um es ein wenig einfacher zu halten. So, das sind die vier Übungen, die ich ausgewählt habe. Wie Sie können zu Hause natürlich sie alle machen. So, die erste Übung gegen Widerstand, und ich habe das gemacht mit der Zunge, sodass Sie das Gerät hier nicht kaufen müssen. Der zweite ist Apnoe, so lang möglich der Atem anhalten. Der dritte ist diese Wechselatmung und der vierte ist diese Humming oder Summen. So, das ist das Schema, die ich gemacht habe, um 5 Tage zu testen. So, hier Oxy ist die Sauerstoffsättigung und BMP ist Beat per Minute, so Pulsfrequenz. So, hier schreibst du den Datum, dann misst du einfach die zwei Werte und schreibst die hier ein. Und dann machst du die erste Übung. Wir sagen, atmen gegen Widerstand mit der Zunge. Diese Übung machst du 5 Mal und dann schreibst du hier hinter Widerstand diese 2 Werte. Ja? Und dann wartest du 5 Minuten und dann machst du die nächste Übung, zu der Apnoe oder Atem anhalten. Schreibst erst den Basiswert vor der Übung, dann machst du die Apnoe. Wir sagen, du machst und versuchst dann zu gehen, das ist dasselbe, das Beste. Und dann schreibst du wieder die Apnoe, Oxy und BMP. Dann wartest du 5 Minuten, dann nimmst du den nächsten Basiswert und machst dann die Wechselatmung, ja, was wir gesehen haben, mit das zu tun. Und dann wartest du wieder 5 Minuten und dann machen wir unseren nächsten Basiswert und dann das Summen. Ja? Und das machst du 5 Tage hintereinander und da kannst du wirklich sehen, dass mit jedem Tag die Werte besser werden und dass selbst bei der Basiswert die Werte besser werden. So, wenn Sie diese, was du etwas sagst. Glaubst du nicht, dass 5 Minuten ein bisschen kurz sind, dass da noch die Wirkung von einer Übung anhält, bevor man die nächste anfängt? Ja, ja, man kann es natürlich, ich hab nur 5 Minuten jetzt gemacht mit einigen Leuten. Dass die Menschen nicht so viel Zeit haben, nicht? Aber zu Hause natürlich, die können besser 1 Stunde nehmen. Da wird sie sicher, dass dann von der anderen nichts mehr weiterläuft. So, um die Bewertung nochmal zu sehen, zu jeder Übung 5 Mal machen. So, die versucht das auch jeden Tag, dann in der gleichen Zeit zu machen, wenn das geht natürlich. Und nicht rund um Mahlzeiten, wie Leute, die Unverträglichkeiten haben, könnte das beeinflussen, diese Dinge. Und zwischen den Messungen 5 Minuten, wenn mehr geht, natürlich noch besser. So, das ist hier eine Auswertung, die ganz ist. Und man kann sehen, dass am Ende die Puls viel niedriger geworden ist und die Sauerstoff auch besser geworden ist. Nicht so, nach 5 Tagen schon habe ich eine Verbesserung mit dieser Methode. Und ich hoffe, dass Sie das auch mal ausprobieren. Und wenn Sie wollen, können wir auch diesen Schema schicken, nicht wahr? Ja, einfach eine E-Mail an office@wso.at. Ja. So interessant. Das Formular zu. Ja, wir könnten jetzt allen zusammen die 5 Tage-Testung mal machen. Da könnten wir eine schöne Studie kriegen mit so vielen Menschen. Sicher in Corona-Zeit ein sehr interessantes Ding. Dankeschön.
Welche von den Techniken funktioniert am besten bei dir? So, bei mir Humming. Humming. Ja. Es ist interessant, nicht? Bei Osteophonie, das wir zusammen gemacht haben, hat mir das damals auch sehr gefallen. Nicht, denn ich glaube, das ist dieses Tick zu verziehen, dass das macht. Nicht? Man spürt auch, dass die Schädel auch so wirklich vibriert. Und wenn man dann noch diese Overtones reinkriegt, nicht? Und diese, dann ist es noch viel besser. Nicht? Aber ich wusste nicht, dass es das so viele Studien gibt drüber. Und was summst du? Summst du ein Lied oder summst du nur einen Ton? Nur diese. Ich gehe oft nach A, E, I, O, U, mit der Zungenveränderung, was auch die Yogis machen. Ja. Weil das vibriert dann doch in andere Stücke von den Schädel. So, man macht dann wenig Kranialosteopathie bei sich zu Hause. Gibt es Fragen? Unser Livestream scheint abgebrochen zu sein. Ach, das ist okay. Probleme, aber wir haben eine gute Aufnahme, die werden wir morgen online stellen. Okay, gut. Ist das das, was du zeigen wolltest? Genau. Wir haben ja Gott sei Dank dieselben Gadgets. Kannst du noch kurz erklären? So, das ist das Gerät hier. So, man drückt hier drauf, um es anzuschalten. Batterie ist leer. Und dann kommt hier so ein Licht. Und dann sieht man hier so ein Licht, der hoch und runter geht. Und das geht genau 6-2-6-2. Ja? So, das ist die Frequenz, die Sie gesehen haben, die am besten der Parasympathikus stimuliert. Nicht etwas, das ich wirklich auch anrate, allen zu kaufen, mit euren Patienten, die nicht abschalten können, die immer in Stress sind. Oder für dich selber, wenn du mal einen schwierigen Moment hast, mache ich das gern. So, wie Sie es machen, du folgst das und dann legst du die Hand auf das Herz. Und du atmest 6-2-6-2 und noch besser ist dann an etwas Nettes zu denken. Ja, dann funktioniert das noch viel besser. Super, dass du das sagst. Was vielleicht auch interessant ist, das misst auch die Herzratenvariabilität. Ne? Das ist nicht nur um Sekunden zu zählen, sondern wenn man den Daumen drauf hat, dann kann man auch sehen, ob man sich schon entspannt und wie das auch wirkt. Es gibt eine Licht hier, so wenn es rot ist, bist du nicht gutes autonomes Nervensystem. Wenn es grün ist, bist du super. So, man kann das wie ein Feedback-System selbst messen. Haben wir irgendwelche Fragen? Die noch dabei sind und die uns hören können, wollt ihr noch irgendwelche Fragen stellen? Dann könnt ihr die im Chat tippen. Wir können den Chat jetzt gerade wieder lesen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, wie gesagt, es ist auch möglich, den Raphael in den nächsten Tagen natürlich, noch was zu fragen. Im Moment hat er noch Corona-Urlaub, bis der Unterricht überall wieder beginnt. Und es ist auch möglich, dass ihr eine kurze E-Mail ans Büro schickt, dann schicken wir euch gerne als PDF Raphaels Schema dazu, wo ihr selber eure Messergebnisse eintragen könnt und euch selber testen könnt. Vielen Dank, Raphael, fürs Kommen. Vielen Dank für die Übungen. Danke für die Einladung. Wie immer sehr leicht und sehr gut praktisch umsetzbar. Und ich hoffe, es werden viele Leute auch uns Feedback geben, damit wir wissen, was die Beste von Ihnen ist. Genau, dass wir alle wissen, was ist in Wien der Beste, was ist in Österreich der Beste. Gut. Vielen Dank für alle, die bis zuletzt dabei waren und danke wieder einmal danke für eure Geduld. Es geht in den nächsten Tagen weiter mit dem Café Stillpoint und da möchte ich euch kurz noch eine Vorschau geben. Morgen werde ich mich mit dem Primarius Dr. Andreas Kainz unterhalten. Andreas war einer der Pioniere in der Osteopathie, war mit Raphael und mir im allerersten Lehrgang der Gruppe Psoas. Und hat gleich damals vom Beginn seiner Ausbildung an begonnen, das auch im Spital umzusetzen und leitet heute an der Privatklinik Wien das erste Kompetenzzentrum für Osteopathie in einem österreichischen Krankenhaus. Osteopathie und Spitalsbetrieb sind vielleicht nicht die logischen Partner und es ist ganz spannend von ihm zu hören, wie es ihm da ergangen ist, was so seine Erfahrungen waren und wie das doch schon jetzt seit so vielen Jahren funktioniert. Tag drauf, Mittwoch, geht es weiter mit Erichs bewährter Embryologie-Werkstatt. Da wird wieder gebastelt, da wird wieder geknetet
Und da geht es dann weiter. Ich glaube, bis zur Woche 4 sind wir zuletzt gekommen und dann jetzt geht es weiter in die nächste Phase der Embryologie. Der letzte Livestream für diese Woche kommt dann am Donnerstag. Da werden wir wieder Claudia Nox zu Gast haben, die über Brustgesundheit aus osteopathischer Sicht mit Anja diskutieren wird. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei beim einen oder anderen Livestream. Und in der Zeit bis dahin bitten wir euch wie immer um eure Likes, bitten wir euch wie immer um eure Retweets, bitten wir immer auch euch um Thumbs up. Das hilft uns und das hilft uns gefunden zu werden, auch von anderen Leuten, die das interessiert. Vielen Dank fürs Dabeisein, schönen Abend und wir sehen uns vielleicht schon morgen wieder. Auf Wiedersehen.